Hey, da, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier auf der DM in Mainz. Wir spielen noch ein paar Vorrunden und Bagisch, aka GB Kollege, hat gerade gegen diese Dame hier verloren. Und wir werden hier mal ein paar Fragen stellen. Ja, hi, grüß dich. Zuerst einmal, wie heißt du, wie alt bist du, wo kommst du her? Ich heiße Anna Hartung, ich bin 25 Jahre jung und komme aus Stuttgart. Aus Stuttgart, sehr schön. Es gab also die letzten paar Male auch größere Turniere in Stuttgart, da sind wir auch hingefahren, aus München. Da haben wir dich leider nicht gesehen. Was ist da los? Ich war aber dabei. Ich fall doch auf, blaue Haare. Eben, aber auf irgendwie... auf dem letzten Turnier in Stuttgart, wart ihr da? Nein, da waren wir nicht da. Wir waren auf dem vorletzten dabei. Aber da warst du nicht dabei. War das letztes Jahr in Stuttgart? Ja, genau. Ja, genau. Auch in Bad Cannstatt, in dem Carré? Ich weiß nicht. Okay, da war ich aber auch. Ja? Ja. Okay. Wie lange spielst du schon Yu-Gi-Oh? Also rein theoretisch, seit es Yu-Gi-Oh gibt, seit der 7. Klasse, so 2003, aber halt immer mal mit Unterbrechung. Das heißt, ich bin halt nicht so Top-Spieler. Okay. Wie bist du dazu gekommen? 7. Klasse, mit meinem besten Freund einfach mal Karten gekauft und seitdem spielen wir halt zusammen. Auch die Serie angeschaut? Ja, natürlich. Okay. Letztens erst auf Netflix. Okay. Du bist ja hier heute auf der DM. Spielst du öftere größere Turniere oder jetzt... Oder überhaupt, was gibt es da bei euch in Stuttgart? Ja, in Stuttgart gibt es schon jede Woche Turniere, da kann ich nur leider nicht hin, wegen der Arbeit. Okay. Ansonsten gibt es dann auch Regionals, wo ich hingehe, ich gehe auf YC Essen. Ich war auf der letzten in Prag, ich war letztes Jahr in Bochum. Ja. In Bochum auch? Ja, in Bochum auch. Die Fragen, dann geht's weiter. Ja. Also du hast echt blaue Haare, hast du dir oft, weil du fällst irgendwie gar nicht auf, also die Jungs sehen dich echt nicht, ich weiß nicht. Nee, ich habe erst seit ein paar Monaten blaue Haare, also von daher, sei euch vollziehen. Okay. Was spielst du denn heute? Performable Odd Eyes. Wie stehst du? 2-1-1. Eigentlich ganz gut, oder? Ja, eigentlich ganz positiv mit dem Deck. Ich habe gerne das Helen zu bricken. Hast du eigentlich das Deck schon jetzt länger gespielt, also getestet und alles mögliche? Ja, ich würde sagen so circa einen Monat. Ich habe eigentlich überlegt gehabt, ob ich Cosmo spiele, das hätte ich ausgeliehen bekommen, aber so 2 Wochen vorher mit Cosmo zu üben und mein Herz gehört Pepe. Sehr gut, sehr gut. Wie findest du die DM? Also jetzt so den Tag heute, du bist ja gestern angereist oder heute? Ja, ich bin gestern angereist. Wie findest du das so? Ja, so wie immer halt, eigentlich ganz gut, ist ein bisschen eng, man muss ein bisschen kuscheln beim Spielen. Bei knapp 1000 Leuten ist schon okay. Ja, ist aber okay. Und kuscheln ist auch schön, oder? Ja, natürlich. Wie findest du das jetzige Format so? Ja, es ist ganz okay, es könnte besser sein. Kevin Müller, bitte komm mal zur Mainstage. Kevin Müller, bitte zur Mainstage. Ja, die hört sich nicht an. Ja. Echt? Okay. Also das Format ist ganz okay, es ist halt so ein bisschen, ja, es hat natürlich früher ein bisschen mehr Spaß gemacht, wenn du halt die Möglichkeit hattest, das Spiel auszugleichen. Jetzt ist halt so OTK mit Cosmo, Monarch, so Hauptsache noch mal ein E-Teleport. So nach dem Motto, sie können es dir halt reindrücken mit einer Karte. Was würdest du dann ändern wollen? Oder wie würdest du das Spiel verändern wollen? Ja, so ein bisschen, sag ich mal, back to the roots. Mhm. Nicht so überkrasse Effekte, sodass man erstmal 5 Minuten braucht, um die Karte zu lesen. Gell, Barisch? Ja. Ein bisschen mehr Dracopal zurück, habe ich gehört. Und ein bisschen Skycrobat auf 3. Das wird schon gut laufen. Das wünscht sich auch jemand anders auch, ja? Ja. Aber im Endeffekt, das ist halt das Spiel. Es verändert sich halt immer. Also du hast ja jetzt schon gesagt, dass du auf mehreren Turnieren schon warst, auch wenn wir dich leider verpasst haben. Wie ist die Situation mit anderen Mädchen? Hast du da ab und zu mal welche gesehen und sowas? Ja, ich habe schon ein paar gesehen. Letztes Mal auf der YCS in Prag war zumindest eine Day 2, aber es war auch die einzige. Aber ansonsten sind halt meistens nur Mädchen da halt in Begleitung. Vor allen Dingen ganz schön Respekt, dass die 8-9 Stunden und mehr hier rumsitzen. Ich hätte keinen Bock drauf. Ja. Was macht dir denn an diesem Spiel eigentlich Spaß? Weil das sind ja echt also so ziemlich viele Männer oder Jungs halt. Und eigentlich, also okay, mittlerweile schon mehr Mädchen und Frauen. Aber was macht dir an dem Spiel Spaß? Ich mag allgemein TCG. Ich mag die Monster. Ich mag den Anime, habe ich halt früher geschaut. Ist halt ein bisschen so Nostalgie. Ich bin allgemein eher ein bisschen nerdig drauf, von daher. Okay, du siehst ja, bist ja auch ein bisschen drin in den ganzen Preisen, Yu-Gi-Oh! Karten und so. So, oder kennst du ein bisschen aus, ne? Leistest du dir einfach die Karten oder wie ist es da bei dir?
es kommt auf den Preis drauf an. Also ich habe mir jetzt schon einen Strike gegönnt für 37 Euro. Das kann man schon mal machen. Ja, gut. 37 aber den, ist ja gut als, ich glaube, Anfang 50 oder so. Ja, bei JK geht der jetzt 45. Den hole ich mir nicht. Also es ist so ein Mischmasch aus, ich leihe mir die Karten und ich kaufe sie mir. Wenn ich weiß, ich kann sie längerfristiger gebrauchen, dann kaufe ich sie mir. Okay. Hast du einen Freund? Ja. Okay. Spielt auch Yu-Gi-Oh? Ja. Ist er auch heute hier? Ja. Nein. Also fahrt ihr da auch gemeinsam auf Turniere und alles? Nein. Unabhängig voneinander, weil er judged. Ach ja. Aber sonst aber auch Spieler oder nur Judge? Eigentlich fast nur Judge. Okay. Darf ich das überhaupt sagen, sonst schneidet das bitte raus. Nein. also er judged nur und kein Spieler und du bist eher so die Spielerin. Ich bin die Spielerin, aber ich habe auch letztens den Judge-Test gemacht und bestanden. Frag mal, wer besser spielt. Herzlichen Glückwunsch. Frag mal, wer besser spielt. Oh, ja, ja? Wer spielt besser? Mein Freund. Was? Ja? Was ist da los? Der kennt sich besser aus, deswegen ist er auch ein Judge. Ja, aber dann hast du ja, bist ja direkt an der Information, ja? Du kennst ja alle Rulings und so. Ja, ich kann mir nur nicht schlecht alles merken. So ein bisschen okay. So wie so ein Sieb. Okay. Außerdem hat er ziemlich die besten Hände, auch wenn wir Booster kaufen. Zieht er halt teure Karten, ich zieh nur Scheiße. Er brickt so gut wie nie, ich brick eigentlich sehr oft. Ja. Das kriegst du schon hin. Wie sieht es eigentlich aus mit der Qualifikation für die EM? Ja, ich hoffe, die kann ich mir holen. Ich würde schon gerne nach Berlin, aber ich bin optimistisch, dass ich es nicht schaffe. Also unter die 128 wird schwierig, vor allem mit einem Lose und einem Draw. Ja, das ist immer noch alles drin, ja. Würdest du auf die EM fahren, auch wenn du nicht auch keine Quali hättest? Keine, komme ich ja nicht rein, kann ich ja nicht mitspielen. Doch, du kannst rein, aber... Kommt drauf an, ob meine Freunde mitfahren würden. Also wenn ich nur alleine fahre, dann nicht. Okay. Aber ich habe jetzt... Also erstmal zwei Fragen, also falls du dir das merken kannst. Erstens, hast du auch weibliche Freundinnen, die das spielen? Ja, beantworte erstmal das und dann. Ja, okay. Nein, es gab jetzt zwei, die haben sich ein bisschen für interessiert. Das war dann aber so der Mädchen-Move. Oh, die Karte ist ja süß. Genau. Oh mein Gott. Das führt mich auch zu meiner anderen Frage. Und zwar spielst du ja Draco Parts. Mhm. Was mir gefällt, wie bist du auf das Deck gekommen? Weil die meisten Mädchen spielen eben was Süßes, was denen gefällt. Zum Beispiel Fluffle oder Mandolce oder Mermel oder sowas. Okay, ja. Das ist halt super gay. Also, ich mag Drachen. Also schon... Seit ich Teenager war, finde ich Drachen mega cool und ich mag das Pendelzeug allgemein. Und dadurch, dass du es halt mit dem Performable kombinieren kannst, als die das erste Mal rauskam, hätte ich sie gern gespielt, aber da waren sie einfach noch mega schlecht. Ohne Skycrobat und ohne Sorcerer, aber jetzt sind sie halt einfach mega cool. Ist es jetzt zufällig, dass Dracobots auch ein stärkeres Meta-Deck ist? Oder einfach echt nur, weil Drachen, also nimmst du das Spiel auch ein bisschen ernster und mit... Ich weiß, was du meinst. Ja. Es ist so eine Mischung aus beiden. Ich würde schon gerne was spielen, mit dem ich auch ein bisschen was reißen kann, weil nur zu verlieren, das ist halt auch scheiße. Ich habe davor halt nur so ein random Drachendeck gespielt, einfach alles zusammengewürfelt. Und irgendwann habe ich dann angefangen, mal wirklich zu gucken, was geht gerade, was ist Meta. Aber wie gesagt, ich hätte ja auch Cosmo spielen können, aber ich habe mich dann für Draco Pal entschieden. Ja gut, ich meine, wenn du dich jetzt für mehr Zeit zum Testen gehabt hättest, hättest du ja auch wahrscheinlich Cosmo als Meta-Deck gespielt, oder? Ja, weiß ich nicht. Es war so die Mischung aus, ich krieg Cosmo und habe gesehen, hey, du kannst es auch mit Performer Pal, Odd Eyes kombinieren. Das ist halt mega gut. Hast du irgendwie eine Lieblingskarte, die dir so gefällt im Allgemeinen von früher, von jetzt? Ja, Weißer Drache. Ich habe auch recht viele in meinem Ordner. So ein verschiedenen Raritäten und König Dragoon. Der geht Seto Kaiba in Dame, Mann. Hast du sonst irgendwelche Worte an die weiblichen Zuschauer, die vielleicht mit dem Spiel anfangen wollen oder sollten? Ich habe noch eine Teilfrage. Spielt mehr Yu-Gi-Oh! Viel Ausschnitt, dann klappt das auch mit den Gewinnen. Oh mein Gott, aber du hast nicht viel Ausschnitt. Nein, aber hier. YPFL habe ich auch. Ja. Sehr gute Marke. Complexity Card Gaming. Nicht, Mann. Wir zeigen hier nur Werbung, Mann. Ja. Aber Bagisch hat noch eine Frage. Hast du Kontaktlinsen gerade? Nein. Nicht? Hast du zwei verschiedene Augenfarben? Echt? Ja. Okay, wo schaut ihr überall hin, Mann? Ja. Hallo, ich sehe sie nur von der Seite. Nee, das ist echt krass, habe ich echt noch nichts. Wieso ist es so, oder was? Okay, eine unnötige Frage von Bagisch. Warst du mal super saftig? Ja, für alle, die das nicht wissen, das ist ein intermediärer Gendefekt, eine Mutation. Ja.
die das alles nicht wissen, also wie du halt jetzt. Ne? Bio und so. Möchtest du noch irgendjemanden grüßen irgendwie? Ja, ich grüße alle meine Freunde, Domme, Tambe, Dani, Robin, Erik, mit denen ich alle hier bin, mein Freund. Und sonst alle, die mich kennen durch Yu-Gi-Oh! Ja, cool. Das war's von uns. Vielen Dank für das Interview. Ja, bitte. Vielen Dank für das Interview und ich hoffe, dass viele Mädchen deinem Beispiel folgen und Yu-Gi-Oh! Spielen. Ja. Ihr Beispiel. Genau. Also. Ich kann nur abschließend sagen, it's time to duel. Danke euch. Servus Jungs, hier euer dreifacher Familie-Daddy. Danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Bitte liked das Video, abonniert uns, kommentiert das Video, ob es euch gefallen hat oder nicht. Denkt an unsere Facebook-Seite, liked die, schaut auch bei unseren Sponsoren vorbei, die haben immer tolle Sachen. Und nicht vergessen, Jungs, Yu-Gi-Oh! Is serious business.